Herzlich willkommen zum Seminar Kleine Textformen. Mein Name ist Verena Müller und wir widmen uns heute Instagram und dem Thema soziale Medien als Raum erweiterter Sagbarkeit. Untersuchungsgegenstand waren Instagram-Posts wie dieser hier. Wir sehen das Ergebnis einer Mastektomie einer Krebserkrankten und den dazugehörigen Text. Eine Mastektomie ist übrigens die Entfernung von Brustgewebe. So, und die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wie und wieso ermöglichen uns Instagrammer und Instagrammerinnen solche Einblicke in ihre Privatsphäre, weil das ja doch was sehr, sehr Intimes ist eigentlich. Ausgangspunkt für die Untersuchung war der Text von Constanze Marx, die auch die sozialen Medien untersucht hat und diese neue Sagbarkeit, also diese Phänomene, dass plötzlich über Dinge berichtet wird oder wir Dinge mitlesen können, die uns eigentlich nie zugänglich waren, dass das plötzlich da ist und funktioniert. Und sie beschreibt soziale Medien eben als erweiterten Sagbarkeitsraum und diese Selbstoffenbarungsphänomene, das heißt diese höchstpersönlichen Daten, die werden eben in diesem Raum jetzt zugänglich und können auch diskursstiftend wirken, und führen zu einer gewissen Normalisierung, denn wir gewöhnen uns daran, dass wir solche privaten Dinge plötzlich sehen können. Darüber hinaus vertritt sie die Theorie, dass diese intraterritorialen Daten, wie sie sie nennt, also diese höchstpersönlichen Daten, durch Hashtags verschlüsselt werden und somit auch eine Alternativlösung darstellen, um Emotionen, von denen es mir vielleicht schwerfällt, sie überhaupt in Worte zu fassen, denen Ausdruck zu verleihen. Hier möchte ich kurz auf Hashtag MeToo verweisen, das ja auch eine alternative Ausdrucksmöglichkeit war für alle Opfer des sexuellen Missbrauchs. Doch gucken wir uns nochmal kurz die Ursprünge des Hashtags an. Also das Hash an sich existierte natürlich schon lange vor den sozialen Medien und man geht davon aus, dass früher in England damit die Gewichtseinheit Pfund markiert wurde. Dann hat der Hash in den sozialen Medien oder auch durch die sozialen Medien einen Funktionswandel erfahren. Chris Messina hat auf Twitter irgendwann mal vorgeschlagen, dass man den Hashtag zur Kennzeichnung von Twitter-Gruppen nutzen kann. Also ein Hashtag ist eben besteht aus dem Hashzeichen und einem Tag, also das kann ein Wort sein, eine Wortreihung oder ganze Sätze. Und die Basisfunktion eines Hashtags ist seine Referenzialität, das heißt, über Konventionalisierung ist jedem klar, dass wenn ein Hash vor einem Tag sitzt, dass hier eine Vernetzung irgendwie angezeigt wird. Felix Stalder beschreibt in seiner Kultur der Digitalität die drei kulturellen Formen der Digitalität und das sind eben diese Referenzialität, die Algorithmizität und die Gemeinschaftlichkeit, wobei die Referenzialität als Methode gilt, um an den kulturellen Prozessen überhaupt partizipieren zu können. Die Algorithmizität sind alle kulturellen Prozesse, die irgendwie maschinell geordnet sind, zum Beispiel Google, das als Suchmaschine schon mal die Datenflut überhaupt reduziert. Und eben die Gemeinschaftlichkeit, denn es bedarf immer einer Community of Practice, um gemeinsam auch soziale Bedeutung des Materials überhaupt konstituieren oder konstruieren zu können. Und die Referenzialität, auf die wir uns jetzt eben fokussieren, ist eben diese kollektive Verhandlung von Bedeutung durch referenzielle Verfahren, sowohl in der Bedeutungs- als auch in der Formgebung. Und schauen wir uns nochmal den Text von dem einen Instagram-Post an, dann sehen wir in den ersten Hashtags zum Beispiel Fuck Cancer oder Cancer Fighter, was ziemlich üblich ist, wenn man das vergleicht mit anderen Beiträgen von Krebserkrankten. Und hier lässt sich sicherlich eine Art Vernetzungsstrategie, also die Basisfunktion von Hashtags bei Instagram, die Referenzialität deutlich erkennen, weil man kann ja auch diesen Hashtags an sich folgen und über diesen Hashtags oder durch diese Hashtags landet man wieder auf ähnlichen Bildern bzw. auf Bildern anderer Krebserkrankter. Doch gucken wir uns jetzt nochmal den Text von Constanze Marx an, die darauf hinweist, dass hier mit höchstpersönlichen Daten gehandelt wird und dass Hashtags möglicherweise als Alternative gelten, um Emotionen Ausdruck zu verleihen. Dann sehen wir auch bei diesem Instagram-Post, wenn wir uns die letzten zwei Hashtags zum Beispiel angucken oder den vorletzten, fick dich du Zecke, du hast dich mit der Falschen angelegt. Ja, also dass hier noch was mit Vernetzung
stattfindet, das ist eher zu bezweifeln. Also das wird eine andere Funktion haben als die reine Referenzialität. Und genau das bestätigt ja eigentlich die Aussage von Marx, dass es eben zur, ja, zur, zum Emotionsausdruck wahrscheinlich dient. So, aber warum gewähren Instagrammerinnen und Instagrammer uns jetzt solch private Einsicht und was ist eigentlich das Faszinierende am Leid anderer? Also warum gucken wir uns das an? Hierzu habe ich eine Theorie und möchte gerne den Schiffbruch mit Zuschauer nach der nautischen Metapher von Hans Blumenberg ins Spiel bringen. Die besagt, dass der Mensch sein Leben auf der Terra Inviolata, also der unversehrten Erde, führt und dort seine Institutionen errichtet. Und genau weil auf dieser Terra Inviolata nicht viel passiert, brauchen wir die nautische Metapher, die übrigens auch schon in der Antike vorkam. Und hier geht es eben um die See als neuen Raum voller Unberechenbarkeit und Gesetzlosigkeit. Und hier gibt es keine Sicherheit mehr. Und diese gewagte Seefahrt, die sehr schaukelig ist, die kennzeichnet sozusagen das die Bewegung des Daseins. Und ein Schiffbruch ist quasi zwingend notwendig, da eine ruhige See irgendwie emotionalen Stillstand bedeuten würde. Und ein Schiffbrüchiger oder eine Schiffbrüchige überlebt den Schiffbruch immer unbeschadet, und zwar Kraft seines Selbstbesitzes. Das heißt, quasi durch alle unsere kognitiven und körperlichen Fähigkeiten und Ressourcen sind wir in der Lage, auch aus diesem Schiffbruch wieder heraus oder hervorzutreten, unbeschadet. So viel zu unseren Schiffbrüchigen. Aber was jetzt mit den Zuschauern? Ich möchte gern zitieren, Blumenberg sagt, die Annehmlichkeit des Zuschauens besteht im Genuss des eigenen unbetroffenen Standortes. Das heißt, die Zuschauerinnen und Zuschauer stehen sicher an Land und beobachten den Schiffbruch aus Distanz. Ja? Diese Distanz wird auch noch mit Lust oder Lustempfinden belohnt, denn das ist so eine Art Prämie dafür, dass man eben auf sicherem Boden steht und sich das Ganze nur aus Entfernung anguckt. Und genau dieser Voyeurismus und dieser Spaß an diesem Spektakel dazu zu gucken, den erklärt Blumenberg damit, dass diese Katastrophe, so schlimm sie auch sein mag, in uns Mitleid auslöst und wir freuen uns daran, dass wir sowas fühlen. Und genau das habe ich versucht jetzt auf Instagram zu übertragen. Ihr seht hier den havarierten Instagrammer oder die havarierte Instagrammerin, die eben ja, auf dem Schiff gerade am Untergehen ist und auf, an sicherem Land an der Terra, auf der Terra Inviolata stehen eben unsere Zuschauer. Was hier jetzt anders ist, wir haben noch eine neue Instanz, wir haben das Tertiärmedium, ne, das Smartphone, über das überhaupt diese Vernetzung stattfindet. Was dadurch auch anders ist, ist, dass der Instagrammer oder die Instagrammerin natürlich die Inhalte, die sie hochlädt oder eher nochmal mit verändern kann oder auswählen kann, während sonst natürlich der direkte Blick auf den Schiffbruch möglich wäre. Hier ist sozusagen der Blick über das, was gepostet wird. Und dadurch ist so eine gewisse Selbstinszenierung möglich. Der Austausch findet auf beiden Seiten statt und die Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen eben auf voyeuristische Art Anteil. So, und warum macht man das jetzt? Folgende Theorie. Auf Seiten der Instagrammerinnen und Instagrammer kann ein gewisses Self-Empowerment stattfinden, dadurch, dass sie ihren ganzen Leiden Ausdruck verleihen können oder eben auch anderen Menschen, anderen Betroffenen helfen können. Und sie können eben sich vernetzen, austauschen und eine Community bilden. Und auf Seiten der Zuschauerinnen und Zuschauer, also der Followerinnen und Follower, erfolgt eben diese voyeuristische Anteilnahme, die Stillung dieses Verlangens nach Gefühlsregung, wenn man nach Blumenberg geht. Außerdem können sie natürlich auch irgendwie unterstützend agieren und sich informieren über das Leben von Krebserkrankten. Dadurch entstehen auch neue Verstehenszugänge, eben um jemanden vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen zu können in seinem Leid, in seiner Erkrankung. Kommen wir zum Fazit und fassen noch einmal kurz die Ergebnisse meiner kleinen Untersuchung zusammen. Also, Hashtags übernehmen in den sozialen Medien über ihre Basisfunktion, also die Referenzialität, hinaus weitere Funktionen. Außerdem ermöglichen sie den Ausdruck von Emotionen und der erweiterte Sagbarkeitsraum ermöglicht Self-Empowerment und Vernetzung sowie Community-Bildung. Vielen Dank!